Nur noch 8 Tage bis zum Heiligen Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich, sehr geehrte Zuschauer, zum Regionalmagazin am heutigen Montag, dem 16. Dezember. Ganz im Zeichen der Oberbürgermeisterwahlen präsentiert sich unser heutiges Regionalmagazin, denn am zurückliegenden Sonntag, dem 15. Dezember, waren alle Schönebecker Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihren neuen Oberbürgermeister zu wählen. Die Wahlbeteiligung war jedoch sehr, sehr schlecht. Mehr Informationen natürlich im Verlaufe der heutigen Sendung, wer denn wie viel Prozent erlangt hat. Doch zuvor wie immer eine kleine Übersicht. Schönebeck hat gewählt. Alle wichtigen Informationen rund um die Oberbürgermeisterwahl. Bilanz. Bürgerstiftung informiert über die Highlights des Jahres 2013. Und Gewinnchance. Robbie Williams mit seinem neuen Album ist unser Medium der Woche. Bevor wir zum Thema Oberbürgermeisterwahl kommen, möchten wir natürlich erst unser Zuschauerfoto vorstellen. Diesmal eingesendet von Roland Wenzel. Er zeigt den weihnachtlichen Biererberg. Vielen Dank für die Zusendung dieser Aufnahme mit unserer Aktion Zuschauerfoto. Möchten auch Sie Ihr Bild einmal hier bei uns in der Sendung sehen bzw. präsentieren, dann schicken Sie uns doch einfach Ihr Bild an redaktion@elbemedien.de bzw. kommen persönlich bei uns in der Bahnstraße 5 vorbei. Und nun kommen wir zum Thema Oberbürgermeisterwahl. Knapp 30% der Schönebecker Bürgerinnen und Bürger waren ihren Weg zur Wahlurne gegangen. Das ist relativ wenig. Dennoch sind natürlich Ergebnisse entstanden, die wir Ihnen an dieser Stelle präsentieren möchten. Schönebeck hat gewählt. Kein anderes Thema hat die Bürgerinnen und Bürger in den letzten Wochen mehr beschäftigt als die Wahl des neuen Oberbürgermeisterkandidaten. 6 Bewerber standen zur Auswahl. Für einen mussten sich die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Am vergangenen Sonntag waren sie nun aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen, um etwas in ihrer Stadt zu verändern. Diese Chance nutzen jedoch nur wenige. Die Wahlbeteiligung lag bei enttäuschenden 35,9%. Während der Wahl besuchte die stellvertretende Oberbürgermeisterin die 23 einzelnen Wahllokale in ihrer Funktion als Wahlbeauftragte. Ja, ich schaue mir eigentlich die Wahllokale an. Das sind ja 23 Stück, um zu sehen, dass auch die ehrenamtlichen Wahlhelfer gut untergebracht sind, ob irgendetwas fehlt. Das habe ich eigentlich auch bei der Abwahl so vorgenommen, damit ich schauen kann, gibt es hier Lücken zur nächsten Stichwahl, dass das eventuell dann verbessert werden könnte. Natürlich gingen auch die Kandidaten selbst zur Wahl. Frank Schieweck und Robert Löbeling gaben im Wahlbezirk 2 ihre Stimme im Gebäude der Stadtwerke ab. Bert Knoblauch ging mit seiner Familie im Wahlbezirk 10 zur Urne. Den Wahlausgang verfolgten die Kandidaten ganz unterschiedlich. Frank Schieweck war zusammen mit Freunden und Helfern im Bürgerladen in Bad Salzelmen und zeigte sich sichtlich enttäuscht über das Ergebnis. Das Ergebnis ist, denke ich mal, recht eindeutig, auch wenn die Briefwahlstimmen noch nicht vorliegen. Es ist genauso wie eben schon gesagt, unter den ersten 4 und davon Platz 4. Es ist ein Ergebnis, das sicherlich kein Anlass zur Freude ist. Es ist enttäuschend, enttäuschend in zweierlei Hinsicht, weil erstens die Schönebeckerinnen und Schönebecker sich als ein recht wahlmüdes Volk gezeigt haben. Das heißt also, sie haben die Chance nicht wahrgenommen, gemeinsam einen Neuanfang für die Stadt zu gestalten. Und dann natürlich aus meiner Sicht sich dann als zweites für die falschen Kandidaten entschieden haben. Holger Goldschmidt verfolgte die erste Hochrechnung in Elbenau. Dort herrschte sichtlich gute Laune, als das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Also ich kann das Ergebnis als solches positives Signal werten für mich, dass ich zumindest doch eine Region angesprochen habe mit Themen, die sich dafür begeistern lassen, überzeugen lassen haben, um zu sagen, jawohl, das ist der richtige Kandidat. Und ich denke, für die Zukunft, was eine eventuelle Stichwahl anbelangt, lässt sich hier noch einiges Potenzial auch heben. Ich bedauere es unheimlich, dass nur 32% der Wähler zur Urne gegangen sind und leider insofern auch ihr Wahlrecht nicht wahrgenommen haben. Mit 20% der Stimmen ist Holger Goldschmidt einer der Kandidaten, die am 12. Januar noch einmal zur Stichwahl antreten werden. Und deshalb werden es sicherlich noch einmal spannende Wochen bis zu diesem Termin. Ich denke mal, die Zeit wird sehr arbeitsreich sein und wir werden uns im Wahlkampfteam eine entsprechende Strategie ausarbeiten, um hier noch eine Menge
Wähler des anderen Lagers zu motivieren und zumindest zu überzeugen, dass ein gestandener Verwaltungschef hier zumindest mit viel Erfahrung gewünscht ist für die Stadt Schönebeck und wir mächtig viel ja auch für die Zukunft bewegen wollen, was die gesamte Region um Magdeburg anbelangt. Hier ist eine entsprechende Potenziallage da, wo ich mir vorstelle, dass es eine Metropolregion werden kann. Und diese Reserven möchte ich einfach auch deutlich machen gegenüber dem Wähler, dass er hier sich überzeugen lässt, dass wir hier weitaus mehr gemeinsame Vorstellungen formulieren können für die Zukunft der nächsten 7 Jahre, was zumindest die Legislatur anbelangt. Die meisten Stimmen der Bürgerinnen und Bürger aus Schönebeck bekam der Kandidat der CDU, Bert Knoblauch. Zusammen mit seinem Team, Freunden und Familie verfolgte er den Ausgang der Wahl im Holzwurm in Schönebeck. Nachdem die erste Hochrechnung um kurz nach 18 Uhr bekannt gegeben wurde, waren alle bester Laune und feierten ihren Kandidaten. Ja, die ersten Emotionen sind ganz klar Glück, Erleichterung auch. Ein Stein vom Herzen ist mir nicht gefallen, aber die Anspannung war natürlich da. Ein ganz großes Dankeschön von mir an alle Wählerinnen, an alle Wähler, die heute zur Urne gegangen sind und mir ihre Stimme gegeben haben. Großer Dank auch natürlich an meine vielen Unterstützer und Helfer, die mir in den letzten Wochen geholfen haben. Und für alle die, die mich bisher noch nicht gewählt haben, würde ich mir wünschen, dass ich es vielleicht schaffe, bis zur Stichwahl am 12.01. diese noch davon zu überzeugen, dass ich der richtige Oberbürgermeister für diese Stadt bin. Natürlich bereitet sich auch das Team um Bert Knoblauch auf die nächsten Wochen vor, um bis zur Stichwahl im Januar sich auf das Wahlprogramm noch einmal zu konzentrieren. Auch die nächsten Tage und Wochen vor allem werden natürlich auch mit Terminen wieder ausgefüllt sein. Ich werde nochmal versuchen, auch Leute zu treffen, mich nochmal vorzustellen, auch meine Wahlziele nochmal zu begründen. Natürlich ist das Weihnachtsfest dazwischen, also ein paar Tage Ruhe, denke ich, haben die Leute vom Wahlkampf verdient, aber auch ich im Wahlkampf. Bis zur Stichwahl am 12. Januar sind es noch ein paar Tage und viele Schönebeckerinnen und Schönebecker können sich noch entscheiden, wem sie ihre Stimme geben werden und damit entscheiden, wer von den beiden Kandidaten der neue starke Mann in Schönebeck werden wird, beziehungsweise welche Zukunft für Schönebeck die richtige ist. Und somit gibt es die zwei Kandidaten, Holger Goldschmidt und Bert Knoblauch, welche dann am 12. Januar bei der Stichwahl von Ihnen gewählt werden müssen. Wir werden natürlich noch weitere Fragen an die beiden Kandidaten haben, diese dann hier im Verlaufe des Regionalmagazines sowohl in diesem Jahr als auch dann im kommenden Jahr noch einmal vorstellen. Wir machen weiter mit unseren Kurznachrichten. Wir möchten Ihnen natürlich verraten, was denn in der Region alles so passiert ist. Aufgrund von Arbeiten an leit- und sicherungstechnischen Anlagen im Bereich Schönebeck kommt es in den Nächten vom 16., 17. bis 19., 20. Dezember jeweils von 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr auf dem Streckenabschnitt Schönebeck-Schönebeck-Bad Salzelmen zu Fahrplanänderungen im Schienenersatzverkehr. Zwei S-Bahnen der Linie S1 Zielitz-Magdeburg-Schönebeck-Bad Salzelmen werden zwischen Schönebeck und Bad Salzelmen durch Busse ersetzt. Die Deutsche Bahn bittet um Entschuldigung und Verständnis. Ein weihnachtliches Fest fand am 15. Dezember auf dem Bierer Berg statt. Von 14 bis 18 Uhr konnte viel gelacht und gesungen werden. Auch die Kita Sonnenblume ließ es sich nicht nehmen, ein weihnachtliches Programm mit Tänzen, Liedern und Gedichten einzustudieren. Die Zuschauer waren von den Kleinen im passenden Weihnachtsoutfit sehr begeistert. Anschließend folgte das nächste Highlight für die kleinen Besucher vor Ort. Lese-Oma Ilona hatte ein Märchenbuch dabei und verzauberte die kleinen Besucher mit einer weihnachtlichen Geschichte. Auch für die Tiere gab es eine kleine Überraschung. Bei der tierischen Bescherung gab es Futter vom Weihnachtsmann. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Imtal Jazzband aus Weimar. Damit die Besucher sich aufwärmen konnten, gab es Heißgetränke, einen Imbiss und natürlich einen Süßwarenstand. Zahlreiche Besucher kamen am 13. und 14. Dezember in das Industriemuseum, kurz IMUSET. Als Dankeschön für alle unterstützenden Bürger bei den Arbeiten im IMUSET fand an beiden Tagen der Advent im Industriemuseum statt. Programmpunkte waren unter anderem der Chor der Teutloff Kindertagesstätte, die Seitensprünge aus Magdeburg, der Chor der Lerchenfeldschule, der Bibi-Sound aus Schönebeck und natürlich die Mitglieder des IMUSET. Neben einer Glühweinheizung gab es leckere Stolle als Stärkung. Für eine weihnachtliche Stimmung für das eigene Zuhause gab es Dekorationsartikel, die käuflich erworben werden konnten.
Somit verabschiedet sich das ImmoSet aus dem Jahre 2013 und freut sich auf alle Besucher und Ereignisse im kommenden Jahr. Der Rasseflügel Zuchtverein 1936 Eggersdorf e.V. führte am 14. und 15. Dezember seine Vereinsschau im Sport- und Freizeitzentrum Eggersdorf durch. Zu sehen gab es 16 Gänse, 19 Enten, 2 Puten, 19 Großhühner, 108 Zwerghühner und 95 Tauben. Insgesamt haben 19 Aussteller 263 Tiere präsentiert. Auch Dr. Gunnar Schellenberger und Markus Bauer haben es sich nicht nehmen lassen, diese Veranstaltung zu besuchen und sich die Tiere einmal persönlich anzuschauen. Der Höhepunkt der Ausstellung war das Schätzen des Gewichtes einer lebenden Gans. Wer das Gewicht am genauesten schätzte, durfte die Gans mit nach Hause nehmen. Für alle Aussteller war die Vergabe des Ehrenpreises der Höhepunkt und ein Ansporn für die Ausstellung im folgenden Jahr. In den Nachtstunden zum 9. Dezember fiel einer Streifenwagenbesatzung eine Gruppe Jugendlicher auf. Die Personen sowie ein mitgeführtes Fahrrad wurden einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass eine dieser Personen, ein 14-Jähriger aus Schönebeck, das Rad soeben in der Bahnhofstraße entwendet hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Da vor Ort kein Geschädigter ermittelt werden konnte, wird der Besitzer gebeten, sich im Revierkommissariat Schönebeck zu melden. Das Rad wird wie folgt beschrieben. Silberfarbenes Damenfahrrad der Marke Fischer, Federsattel, Gesundheitslenker, schwarze Griffe und chromfarbene Felgen. Der Architekt und Künstler Karl Friedrich Gese aus Bochum hat der Stadt Schönebeck jetzt sämtliche seiner die Elbestadt betreffenden Arbeiten und Werke, darunter Aquarelle, Projektentwürfe, künstlerische Skizzen und Bauzeichnungen, geschenkt. Bei dem umfangreichen Teilnachlass handelt es sich um hunderte von wertvollen Dokumenten der Stadtentwicklung Schönebecks, die nun im Stadtarchiv gesichtet, geordnet und aufbewahrt werden. Die Stadt und vor allem die stellvertretende Oberbürgermeisterin Gisela Schröder zeigen sich überaus dankbar für diesen wertvollen dokumentarischen Schatz. Gese hinterließ spektakulären Bauten wie dem Sparkassengebäude oder der Zoohandlung in der Bahnhofstraße deutliche Spuren. Die seit dem 30. September diesen Jahres gesperrte Kreuzung Wilhelm-Helge-Straße am Stadtfeld Stadionstraße wird voraussichtlich noch bis in das nächste Frühjahr gesperrt bleiben. Grund hierfür sind unvorhergesehene Probleme mit den unterirdischen Leitungen. Der DFB-Hallenpokal der Frauen feiert in Magdeburg sein 20-jähriges Jubiläum. Am Sonntag, den 12. Januar 2014 ab 9.50 Uhr, ist in der GTEC Arena wieder mal der Teufel los. Bei dieser Veranstaltung wird auch die beste Spielerin aller Zeiten gesucht. Beim Turnier, das bereits zum 5. Mal in Magdeburg stattfindet, trifft die Creme de la Creme aus der Bundesliga aufeinander. Die Zuschauer können sich auf tolle Kombinationen und jede Menge Tore freuen. Die Auslosung fand bereits am Montag, dem 2. Dezember, im Maritimhotel Magdeburg statt. Karten können beim DFB Ticketservice oder bei der Bestellhotline 06965 00 8500 erworben werden. Bei dem Wettbewerb Action Kids von der Kindernothilfe stehen die Kinder aus Äthiopien im Vordergrund, denn ihnen geht es nicht so gut wie den Kindern hier bei uns in Deutschland. Deswegen sollen sich Schulklassen und andere Gruppen mit der Ausbeutung von Kindern in Äthiopien durch Kinderarbeit auseinandersetzen und sich engagieren. Mitmachen können Einzelpersonen oder Gruppen aus Schulen, Gemeinden und karikativen Gruppen in Begleitung eines Erwachsenen. Als Hauptpreis gibt es ein Meet and Greet mit der Berliner Band Culture Candela zu gewinnen. Die 6 Jungs engagieren sich schon seit vielen Jahren in verschiedenen Organisationen. Außerdem Meet & Greet gibt es für die 12 erfolgreichsten Teams Geldpreise im Wert von 5.000 Euro zu gewinnen. Der Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2013. Weitere Informationen findet man auf www.actionkids.de. Bevor ich in die Werbung abgebe, möchten wir auch heute noch einmal die aktuellen Stellenangebote der Agentur für Arbeit präsentieren.
Soweit die aktuellen Stellenangebote der Agentur für Arbeit. Ich gebe ganz kurz ab in die Werbung, würde mich jedoch freuen, Sie danach wieder hier begrüßen zu dürfen, denn es warten noch weitere interessante Themen und unsere Veranstaltungstipps mit Freikarten auf Sie. »105 Jahre Kiltz«, ab sofort bei uns erhältlich, Weihnachtsdekorationen von Inesco, Villeroy & Boch, Göbel, Hutschenreuther und Bollweg. Um ein individuelles oder passendes Geschenk zu finden, steht Ihnen unser Verkaufsteam gern beratend zur Seite. Das Einpacken übernehmen wir für Sie, selbstverständlich kostenlos. Kommen Sie vorbei und finden Sie das richtige Geschenk. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Kiltz, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 4 bis 5 in Schönebeck. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Roastbeef 100 Gramm zu 1,29 Euro, Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 50 Cent, Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 55 Cent, Räucherfilet 100 Gramm zu 1 Euro, Schaschlik 100 Gramm zu 55 Cent, frische Rippchen 100 Gramm zu 20 Cent und geräucherte Rippchen 100 Gramm ebenfalls zu 20 Cent. Seit 15 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Ich gehe kicken beim Schönebecker SV 1861. Wir gehen ins Konzert zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Wir gehen zum Treff zum Schreien. Wir gehen zur AWO Kindertagesstätte. Ob Kultur, Sport oder Soziales, die Erdgas Mittelsachsen GmbH ist für Sie immer ein zuverlässiger Partner. Danke, EMS. EMS, Energie mit Service. Erdgas und Strom sind unser Geschäft. Jetzt anrufen und sparen. Bäckerei Schwarz, seit 120 Jahren Ihr Bäcker aus der Region. Jetzt zur Vorweihnachtszeit in allen unseren Filialen. Makronen, Dominosteine, Anisplätzchen und natürlich unsere preisgekrönten und mit der Goldmedaille ausgezeichneten Stollen. Entdecken auch Sie unser weihnachtliches Angebot. Bäckerei Schwarz, wir backen, Sie genießen. Benötigen Sie eine neue Waschmaschine oder einen neuen Herd mit modernster Elektronik und Energiesparsystemen? Dann ist Hausgeräte Matthias der richtige Ansprechpartner. Unsere Leistungen beziehen sich auf den Verkauf und Service von Haushaltsgeräten, Kundendienst und die Haustechnik. Beratungen, Installationen, Reparaturen und Wartungen gehören ebenfalls dazu. Wir stehen Ihnen montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung. Kommen Sie am Stadtfeld 26a vorbei und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Sie möchten sich in den kommenden Jahren nicht mehr mit den schwankenden Strompreisen beschäftigen? Seit dem 1. Juni 2012 können Sie mit SWS Transparenzstrom langfristig planen und werden zu günstigen Konditionen beliefert. Wir bieten Ihnen unsere Strompreisgarantie auf den stabilen Stadtwerkeanteil. Wahlweise bis zum Jahresende 2013, 2014 und 2015. Ausgenommen sind die Anpassung der staatlichen Abgaben aus dem Erneuerbaren Energiegesetz, die § 19 Strom-NEV-Umlage und die Offshore-Haftungsumlage. Zusätzlich bieten wir Ihnen einen Laufzeitrabatt für das jeweilige Produkt. Maximal 0,714 Cent je Kilowattstunde bei Vertragsabschluss mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2015. Denken Sie heute schon an morgen. Für unser neues Produkt SWS Transparent Strom können Sie zusätzlich die Option Ökostrom wählen. Hier erhalten Sie Ihren Strom aus 100% erneuerbaren Energien aus Wasserkraft. Der Arbeitspreis erhöht sich für unser Ökostromprodukt nur um 0,75 Cent je Kilowattstunde. Haben Sie noch Fragen? Wir begrüßen Sie gerne im Stadtwerkehaus in der Friedrichstraße 117 in Schönebeck oder beraten Sie telefonisch unter 03928 788 688. Weitere Informationen finden Sie im Web unter stadtwerke-schönebeck.de. Boah, was für eine Naht! Elektro, Gas, Unterpulver? Ich schweiß alles! Und ich weiß auch alles! Schweißausbildung bei Teutloff!
DVS, Kurstätte in Kalbe. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung beschäftigen wir uns nun mit dem Thema Bürgerstiftung. Bereits seit 5 Jahren gibt es diese Institution und sie wächst und wächst von Jahr zu Jahr. Wir waren bei der Jahreskonferenz bzw. dabei, als Bilanz gezogen wurde, und das sind die Informationen, die wir für Sie rausbekommen haben. Seit mittlerweile 5 Jahren existiert die Bürgerstiftung Salzland Region Schönebeck. In diesem Zeitraum wurde von den ehrenamtlichen Mitarbeitern sehr viel im Bereich der Jugend- und Behindertenarbeit, in der Gesundheitspflege und in vielen weiteren Bereichen erreicht. Zum Ende eines jeden Jahres informiert die Vorsitzende Britta Duschek über die Leistungen und Highlights der vergangenen 12 Monate. In diesem Jahr haben wir im Wesentlichen 3 große Highlights, die wir verfolgt haben. Ganz traditionell, unser Projekt Urlaub für Bedürftige ist auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr erfolgreich angenommen worden. Es sind 6 soziale Einrichtungen, die über an die 40 verschiedenen Personen die Möglichkeit gegeben haben, Urlaub am Kolumbussee in Plötzke drüben zu machen. Es kam sehr gut an. Viele Personen, die dort Urlaub machen konnten, haben uns danach angerufen, haben sich gefreut darüber, sich bedankt dafür und wollten sich fürs nächste Jahr schon wieder anmelden. Was natürlich nicht geht, das läuft dann wieder über die sozialen Einrichtungen und Vereine der Region. Da können wir auch sagen, sie können sich anmelden fürs nächste Jahr. Im Februar werden die Entscheidungen für 2014 gefällt. Sicherlich wird es auch im kommenden Jahr viele Anmeldungen für einen Urlaub am Kolumbussee geben. Auch die Bürgerstiftung kam in diesem Jahr nicht um das Thema Hochwasser herum. Es konnten Spenden gesammelt werden, um vielen Betroffenen zu helfen. Dank einer Initiative auch der SWB, die ja das mit dem Mieterfest den Grundstock auch für den Hochwasserfonds innerhalb der Bürgerstiftung gelegt haben, kam es dazu, dass wir über 20.000 Euro an Spenden eingenommen haben. Und wir konnten vielen Bedürftigen damit ganz konkret helfen. Sehr viel Hilfen in Breitenhagen, dort massiv Betroffenen, die unterstützt werden konnten und ein bisschen Mut schöpfen konnten, aus dieser Situation doch wieder rauszukommen. Und die sind auch sehr, sehr dankbar für. Ein weiteres sehr wichtiges Thema im Jahr 2013 war die Bewilligung des Modellprojektes des Demenz-Service-Zentrums. Dies soll eine zentrale Anlaufstelle für Patienten, Angehörige und interessierte Bürger aus anderen Städten und Gemeinden, aber auch für Professionelle werden. Bei der Pressekonferenz konnte Britta Duschek auch noch eine Spende über 1.000 Euro durch die Landesgesellschaft Sachsen-Anhalt MBH aus Magdeburg für das Demenz-Service-Zentrum entgegennehmen. Das Thema Demenz beschäftigt uns auch schon sehr lange. Wir haben vor ca. 2 Jahren begonnen, da ein Modellprojekt zu konzipieren und sind dank auch der Unterstützung und Hilfe von dem Bundestagsabgeordneten Herrn Lischka, der uns viele Kontakte vermittelt hat, dazu gekommen, dass wir Förderanträge stellen konnten, und das Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt unterstützt unsere Arbeit hier in Schönebeck und ermöglicht es uns, eine Koordinatorin einzustellen, die die Beratung und Informationen zum Demenz-Service-Zentrum hier im Hause der SWB unter der Trägerschaft der Bürgerstiftung dann organisiert. Das heißt, sie steht als Ansprechpartner für alle Leute, die sich zum Thema Demenz informieren wollen, beraten wollen, für Angehörige zur Verfügung. Wir organisieren hier das Angehörigencafé für Leute, die Demenzpersonen betreuen. Wir organisieren jetzt ein Demenzforum und wir organisieren auch hier regelmäßig Netzwerktreffen
mit Einrichtungen und Interessierten, die zum Thema Demenz hier in der Region etwas bewegen wollen. Hier ist noch sehr viel Luft und nach oben und hier können wir noch sehr viel gestalten und da sind wir dabei und steigen damit natürlich in 2014 ganz neu ein. Und wir bedanken uns natürlich auch, dass wir heute anlässlich dieser Rechenschaftslegung auch nochmal eine ganz neue Spende bekommen haben. Gerade das Thema Demenz hat hier auch ein Unternehmen angesprochen und die sich bereit erklärt haben, unsere Arbeit diesbezüglich mit 1.000 Euro zu unterstützen. Und diese Landgesellschaft Sachsen-Anhalt möchten wir uns recht herzlich bedanken auf diesem Wege. Alles in allem war das Jahr 2013 für die Bürgerstiftung ein sehr erfolgreiches und natürlich hoffen die Beteiligten, dass auch das Jahr 2014 ähnlich erfolgreich werden wird. Ja, auf jeden Fall ganz wichtig ist Stabilität in der Arbeit. Das heißt für uns in dem Sinne, dass wir natürlich unsere Strukturen auch weiterhin stabilisieren und auch neue Leute ins Kuratorium und in den Vorstand mit aufnehmen werden. Wir werden die Projekte wie Urlaub für Bedürftige natürlich wieder stabil weiterführen werden. Wir werden die Arbeit im Rahmen des Demenznetzwerkes stabilisieren. Angehörigenkaffee wird es wieder geben. Die Termine stehen schon fest. Es geht am 20.01.2014 das erste Schönebecker Demenzforum, wo wir auch recht herzlich alle Interessierten zu dem Thema einladen möchten. Und wir arbeiten bereits an weiteren Themen mit vielen Leuten aus der Region zusammen, wo auch das Thema demografischer Wandel weiterhin eine Rolle spielt und wo auch das Thema selbstbestimmtes Leben und bis hin zum selbstbestimmten Sterben ein ganz wichtiges Thema für uns darstellt. Denn wer sich erinnert, 2008 sind wir mit zwei großen Themen gestartet. Zum einen die soziale Arbeit hier in der Region zu unterstützen und zu fördern. Zum anderen mit einem Hospiz für Schönebeck haben wir doch viele Leute auch geschockt. Wir haben dieses Thema nicht aufgegeben, wir arbeiten weiter daran, allerdings in anderen Formen und in anderen Intentionen. Wir suchen nach wie vor noch, sind noch auf der Suche, das Konzept, was dahinter stecken soll, noch zu verfeinern. Und da sind wir ganz optimistisch, dort 2014 einen entscheidenden Schritt vorantun zu können. In den vergangenen 5 Jahren ist die Bürgerstiftung zu einer wichtigen Institution in Schönebeck und der Region geworden und wird auch in den kommenden Jahren noch einiges bewegen können. Eine erfolgreiche Bilanz, welche auch im Jahre 2014 ihre Fortführung finden wird. Fortführen tut auch Robbie Williams immer wieder seine Alben, diesmal ganz brandneu hier bei uns, dieses Album, welches wir als Medium der Woche präsentieren. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Nach seinem bislang erfolgreichsten Album Swing When You're Winning meldet sich Robbie Williams erneut mit einem außergewöhnlichen Album zurück. Auf Swing Both Ways präsentiert Robbie Williams diverse Klassiker als Coverversionen und rundet das Paket mit einer Reihe von brandneuen Songs ab. Zu besagten Klassikern, die Williams für sein neues Album als Duett eingesungen hat, zählen unter anderem die Songs Dream a Little Dream, I Wanna Be Like You sowie Little Green Apples. God didn't make the little green apples and it don't rain in Indianapolis in the summertime. Brandneu hingegen sind die Kompositionen Soda Pop und das Titelstück Swing Both Ways. When I'd scab, scab, scab. The love we lost when no one stayed. It's the choice we made.
Mit diesem Album hat Robbie Williams mal wieder bewiesen, dass er Spaß am Musikbusiness und vor allem Spaß am Leben hat. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Nach dieser kurzen Vorstellung haben Sie nun die Möglichkeit, diese CD hier bei uns zu gewinnen, sehr geehrte Zuschauer. Es gibt eine Gewinnfrage, welche Sie dazu richtig beantworten müssen. Heute möchte ich von Ihnen wissen, an welchem Datum findet denn die Stichwahl der beiden Oberbürgermeisterkandidaten Holger Goldschmidt und Bert Knoblauch statt? Wir möchten von Ihnen das Datum wissen. Wenn Sie die richtige Antwort haben, ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de. Sie können auch gern persönlich bei uns in der Bahnhofstraße 5 vorbeikommen und uns Ihren Lösungsvorschlag nennen. Ganz wichtig, Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um am Gewinnspiel teilnehmen zu dürfen. Die Gewinner geben wir dann in der kommenden Freitagssendung bekannt. Freikarten gibt es auch jetzt hier bei uns zu gewinnen, sehr geehrte Zuschauer. Wir möchten Ihnen unsere Veranstaltungstipps präsentieren. Gut zuschauen, danach gibt es sie, die Freikarten. Am Dienstag, dem 17. Dezember, besteht die Möglichkeit, in der Grundschule Dr. Tholberg in der Wilhelm-Helge-Straße von 15 bis 19 Uhr Blut zu spenden. Da dies der letzte Blutspendetermin dieses Jahres ist, bieten die Ehrenamtlichen eine kleine Tombola an. Am kommenden Mittwoch, dem 18. Dezember, findet im Bildungszentrum des Rückenwind e.V. in der Bahnhofstraße 11/12 ein weihnachtlicher Basar statt. Auf dem weihnachtlich geschmückten Hof wird es mehrere Stände geben. Es gibt Basteleien, Spielzeug sowie Krebs, Waffeln und einen Kinderpunsch. Außerdem wird es eine Tombola geben. Der Erlös der Verkäufe geht an die UNICEF-Spendenaktion für die Flutopfer auf den Philippinen. Es gibt sie noch, die Puppenspieler, die in alter Tradition mit Handpuppen spielen. Am Freitag, dem 20. Dezember, kann man das um 16 Uhr im Soziokulturellen Zentrum Treff in der Wilhelm-Helge-Straße in Schönebeck erleben. Die Puppenbühne Sternenlicht wird das Stück Auf der Suche nach dem Weihnachtsmann passend zur Adventszeit aufführen. Wieso ist der eigentlich schon wieder weg? Ich war doch so artig. Gibt es dann auch kleine Geschenke? Lassen Sie sich überraschen, es ist ein Spaß für die ganze Familie. Karten können unter der Ticket-Hotline 0177 7216 057 bestellt werden. Der Einlass zu diesem weihnachtlichen Event ist um 15.30 Uhr. Der Kunsthof Bad Salzelmen lädt zum weihnachtlichen Schausien am Sonntag, dem 22. Dezember ein. Von 14 bis 17 Uhr lassen sich die Salzsieder und Salzsiederinnen bei der Arbeit im Schausiederhaus über die Schultern schauen und beantworten dabei gern Fragen zu diesem alten Handwerk, welches die Schönebecker Stadtgeschichte maßgeblich geprägt hat. Bei Glühwein, Tee und Weihnachtsgebäck kommt am 4. Advent im Schausiederhaus ganz besonders weihnachtliche Stimmung auf. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, sich auf einen geführten Rundgang durch den Soloturm und, abhängig von Witterungsbedingungen, auf das Gradierwerk zu begeben. Von dort können die Besucher dann die Aussicht aus 20 Metern Höhe in den Kurpark sowie in die Magdeburger Börde genießen. Für Gruppen ab 10 Personen wird um Anmeldung unter 03928 705555 gebeten. Kurz nach Weihnachten kommt wohl die beliebteste Märchenhexe nach Magdeburg. Am 27. Dezember um 17 Uhr findet im Amo in Magdeburg eine Aufführung von Die Hexe Baba Yaga und der Hirsch mit dem goldenen Geweih statt. Eine Kultkomödie für die ganze Familie. Sollten Sie ein Fan der Hexe Baba Yaga sein, dann hören Sie jetzt genau zu, denn wir verlosen 2x2 Freikarten für diese Vorstellung. Rufen Sie einfach bei uns an unter der 03928 405770. Die Gewinner werden am kommenden Freitag, dem 20. Dezember, bekannt gegeben. Am 27. März des Jahres 2014 findet der jährliche Girls- bzw. Boys Day statt. Dieser Tag ermöglicht es den Jungen und Mädchen der Klassenstufen 5 bis 10 einen Einblick ins Berufsleben zu wagen. Hierzu ermöglicht die Stadt einen Blick in den Alltag der Schönebecker Stadtverwaltung zu werfen.
Interessierte können sich bei der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten unter der Telefonnummer 03928 71 0303 melden. Am 9. April 2014 ist Johnny Hill mit seiner aktuellen Lesung Johnny Hill – Eine Stunde ganz privat im Solepark Schönebeck zu Gast. In seinen ca. 70-minütigen Programmen erzählt er unter anderem über seinen beruflichen Werdegang, seine Familie und wie sein Hit Ruf Teddybär 1-4 entstand. Der Vorverkauf hat begonnen und ist eine mögliche Geschenkidee für Weihnachten. Jackie Schwarz und Wolfgang Winkler, Hauptkommissare auf Lesetour. Am 27. April 2014 besuchen die Fernsehermittler der Erfolgsserie Polizeiruf 110 den Dr. Tholberg-Saal im Kurpark Bad Salzelmen. Die beiden berichten in vergnüglichen Anekdoten über ihre Erlebnisse vor und hinter der Kamera und geben Auskunft über ihre Laufbahn, ihre Filme sowie die gespielten Rollen und nicht zuletzt ihre Pläne. Karten für dieses Programm sind für 14 Euro ab sofort an den Stadtinformationen und an der Abendkasse erhältlich. Dies waren unsere Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage und Wochen. Wenn Sie gut aufgepasst haben, dann haben Sie mitbekommen, dass es Freikarten gibt für das große Hexe-Baba-Yaga-Spektakel in Magdeburg im Amo-Kulturhaus. Wenn Sie diese Veranstaltung zum Nulltarif besuchen möchten, dann machen Sie doch mit, rufen Sie einfach bei uns an oder kommen Sie vorbei oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Mit ein bisschen Glück sind Sie dann einer der Gewinner der Freikarte. Hier bei uns geht es weiter mit den Wetteraussichten für die kommenden Tage. Weiße Weihnacht wird es wohl nicht geben, dazu sind die Temperaturen zu hoch. Mehr Informationen jetzt in der Wettervorschau. Grad an. Mit Regen ist nicht zu rechnen. In der Nacht zeigt das Thermometer dann kühle 3 Grad an. Auch hier bleibt es trocken. Am Mittwoch ändert sich nicht viel. Wenn man morgens aus dem Fenster blickt, wird man einen wolkenverhangenen Himmel sehen. Und dies wird sich auch den ganzen Tag über nicht ändern. Auch die Temperaturen bleiben im Vergleich zum Dienstag konstant. Am Tag erreichen wir 7 und in der Nacht dann 5 Grad. Am Donnerstag werden in den Morgenstunden noch einige Wolken zu sehen sein. Doch schon ab Mittag kommt die Sonne wieder mit Werten um 6 Grad zum Vorschein. Auch am Abend und in der Nacht bleibt der Himmel leicht bewölkt und die Werte sinken auf maximal 4 Grad. Alles in allem erwartet uns eine ruhige, trockene Spätherbstwoche. Der Winter macht also noch ein bisschen Pause und leider wird es zu den Weihnachtstagen wahrscheinlich keinen Schnee geben. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und somit ist unser Regionalmagazin am heutigen Montag, dem 16. Dezember, auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, wir hatten interessante Themen für Sie mit dabei, insbesondere Informationen zum Thema Wahlausgang, Wahlergebnis, Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck. Am Mittwochabend, 18 Uhr, bin ich dann wieder mit einem neuen Regionalmagazin für Sie hier an dieser Stelle da. Ich würde mich freuen, Sie da wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Christian Kolber.